Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Wer weiß, was für einen Sonntag wir heute haben? Pfingstsonntag, okay. Das wird heute auch hoffentlich eine Rolle spielen. Gibt es irgendwelche Menschen heute Morgen hier, die schon mal irgendwelche Niederlagen in ihrem Leben erlebt haben und gedacht haben, es geht gar nicht mehr weiter, da gibt es keinen Ausweg, hoffnungslos? Okay, doch einige. Genau. Und den Jüngern ging es auch nicht so viel ganz anders wie euch, die ihr es heute Morgen angezeichnet habt, ja, Niederlagen erlebt zu haben, gedacht, alles ist aus. Und so ging es ihnen, als Jesus am Kreuz hing, als sie ihn ans Kreuz geschlagen haben, haben sie gedacht, jetzt ist alles aus, auf den, wo wir unsere Hoffnung gesetzt haben, auf den, wo wir unser Vertrauen gesetzt haben, wo wir dachten, der ist derjenige, der, wie es ja auch der liebe Bruder Judas gedacht hat, der uns befreien wird von der römischen Besatzungsmacht. Sie haben so viel vertraut, sind 3,5 Jahre mit ihm eng gelaufen und am Ende hing er am Kreuz. Ja, und wenn du auch gerade Matthäus-Evangelium liest, am Ende, da steht drin, als er ihnen dann als Auferstandener begegnet ist, da heißt es auf einmal, und einige zweifelten, ist es wirklich. Ja, deshalb glaube ich auch nicht, dass sie den aus dem Grab rausgeholt haben, denn sie haben am meisten gezweifelt. Sie haben gedacht, alles ist vorbei. Erinnert euch an die Emmaus-Jünger, die mit Jesus sprachen, als er aufgestanden ist, und noch nicht mal gemerkt haben, dass er sich so wahnsinnig in ihrer Verzweiflung drin, in ihrer Frustration. Aber wenn man die Geschichte vom Kreuz genau betrachtet, dann weiß man, dass hinter dieser scheinbare große Niederlage ein gewaltiger Sieg war. Amen. Ja, und so ist es, nicht jede Niederlage bedeutet das aus, sondern in vielen oder hinter jeden Niederlage oder hinter vielen Niederlagen steckt ein großer, gewaltiger Sieg. Hast du es auch schon mal erlebt? Du hast gedacht, alles ist vorbei, alles ist aus, und dann auf einmal sagst du, oh wow, hätte ich nie gedacht, dass das dabei herauskommt. Und so ging es auch, Jesus bringt uns viele Beispiele. Und lehrt uns und will uns lehren, wie wir mit Umständen umgehen sollen, wie wir mit Dingen umgehen sollen, wenn es nicht so funktioniert. Ja? Du investierst dich in Menschen, du haust deine Zeit raus, vielleicht sogar noch deine Finanzen und dein Haus, und am Ende kommen sie nicht mehr oder drehen sich von dir weg, und du bist enttäuscht und du bist frustriert und sagst, Mensch, das habe ich so viel gemacht. Und was hat es denn gebracht? Und wir schauen mal, was Jesus da alles dazu sagt. Wir gehen erstmal in Jakobus 5, Vers 7 rein. Da heißt es, habt nun Geduld. Genau, sag mal Geduld. Sag mal zu deinem Nachbarn, hab Geduld. Interessanterweise, wenn es um die Liebe geht, ja, was die Liebe ist, dann heißt es, die Liebe ist langmütig, also die Liebe ist geduldig. Und genau das sind wir. Wir sagen, ich bin geduldig, aber tu es jetzt sofort. Aber Jakobus sagt, habt Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Gibt es irgendjemand, der auf die Ankunft des Herrn wartet unter uns? Okay, habt Geduld. Schon seit 2000 Jahren waren die Leute auf die Wiederkunft des Herrn. Paulus war überzeugt, dass er ihn sehen wird zu seinen Lebzeiten. Jakobus sagt, hab Geduld bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer, viele wissen schon gar nicht mehr, was ein Bauer ist in unserer heute technisierte Zeit, also sucht euch mal so ein paar Bauernhöfe. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen. Also, wegen was hat der Bauer Geduld? Wegen der Frucht. Ja, aber die Frucht ist am Anfang überhaupt gar nicht sichtbar. Wir haben heute dieses Senfkorn gesehen von Jörg. Ich meine, so ein kleines Ding, so ein kleiner Samen, der kleinste Samen, der wird da beschrieben. Und allen Samen bringt so gewaltige Dinge, Sträucher hervor. Also wegen der Frucht ist der Bauer geduldig, bis sie den Frühregen und Spätregen empfangen. So der Bauer wartet auf etwas, auf den Frühregen und auf den Spätregen. Und
Wer sich schon mal mit diesem Frühregen beschäftigt hat, der weiß, dass man den auch und den Spätregen auf den Heiligen Geist beziehen kann. Habt ihr das schon mal vernommen? Wenn nicht, dann sage ich euch das jetzt, zeige euch das auch gleich. Dieser Ausdruck, ja, ist ja die Frage, was hat es mit uns heute zu tun? Der wartet auf den Frühregen und er wartet auf den Spätregen. Mal ganz kurz ein paar Infos zu dem Heiligen Geist. Das Wort Pfingsten geht auf das griechische Wort Pentekoste zurück. Hat vielleicht schon mal jemand gehört, Pentecostal Church. Ja, also griechische Wort für Pfingsten. Pfingsten übersetzt bedeutet 50. Ja, wenn jemand heute 50 Euro reingeworfen hat, dann hast du heute Pfingsten gemacht. Pfingsten bedeutet 50. 50 Tage nach Ostern. Und Pfingsten war ursprünglich an dem Tag eines jüdischen Erntedankfestes. Deshalb nennt man den Heiligen Geist auch den Geist der Ernte, weil er kam am Erntedankfest, sozusagen im jüdischen Erntedankfest. Der Heilige Geist ist auch der Geist der Ernte, und das musst du dir heute Morgen wirklich mal in dein Herz reinlassen und sagen: Heiliger Geist, du bist der Geist der Ernte. Und das impliziert Folgendes schon mal vorweg: ohne den Heiligen Geist wirst du nicht ernten. Hallo. Ich bin verwundert, dass es heute noch Gemeinden gibt, die sich weigern, pfingstlich zu sein, und sie wollen nicht mit der Pfingstgemeinde zusammenkommen. Aber Leute, Pfingsten ist einfach mal eine Zahl. 50. Sie sagen, ich will nicht mit den 50ern zusammenkommen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Ernte. Wir brauchen ihn so dringend. Und Jesus wusste, dass die Jünger Pfingsten, den Heiligen Geist, so dringend brauchen. Ihr kennt diese Geschichte, wo er aufgefahren ist, sagt er zu seinen Jüngern: bitte, bitte, geht nicht einfach jetzt los und verkündigt das Evangelium. Nicht ohne den Heiligen Geist, bevor er gekommen ist. Ja, also es ist der Geist der Ernte. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Ohne den Heiligen Geist gibt es gar keine Kirchen, keine Gemeinden. So, ihr seid da, weil es den Heiligen Geist gibt. Und nicht, weil es eine fixe Idee war von irgendwelchen Menschen. Und Pfingsten ist die Freisetzung des Missionsbefehls. Matthäus 28, 19 und 20, kennt ihr doch bestimmt, ne? Geht hin. Genau, in alle Welt. Aber Jesus hat gesagt, ihr werdet nicht einfach in alle Welt gehen, bevor nicht Pfingsten war. Es gibt keinen Sinn. Ihr könnt keine Frucht hervorbringen ohne den Heiligen Geist. In Joel, im Prophet Joel, wird das Ganze ein bisschen verstärkt. Da heißt es in Joel 2, 23: Und ihr Söhne Zions, jubelt, freut euch im Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit. Und er lässt euch Regen hervorkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Also ein anderes Wort heute Morgen, liebe Christengemeinde, oder die ihr heute zu Besuche da seid, freut euch. Freu dich über den Heiligen Geist. Hallo. Freu dich über den Heiligen Geist. Jesus sagt, oder der Prophet Joel sagt, er wird euch gegeben werden. Aber warum Frühregen und warum Spätregen? Ja, was ist der Unterschied zwischen Frühregen und Spätregen? Erkläre ich euch gleich. Apostelgeschichte 2, 3 zunächst, Vers 20, da heißt es: Damit Zeiten der Erquickung, geistlicher Regen, kann man dieses Wort Erquickung übersetzen. Ja, dass es Zeiten gibt in eurem Leben des geistlichen Regen, dass sie kommen werden vom Angesicht des Herrn, und er den euch vorherbestimmten Jesus Christus sendet. Hier geht es auch wieder um die Wiederkunft des Herrn. Also seid geduldig, bis er kommt. Aber sitzt nicht im Sofa den ganzen Tag und sagt: Herr, wann kommst du denn wieder? Und du wartest förmlich, dass er dich hochbeamt, sondern er sagt was ganz Interessantes: Freut euch in dieser Zeit über den Heiligen Geist, denn ihr braucht ihn so dringend, um Frucht hervorzubringen. Im Orient war es so, da gab es keine vier Jahreszeiten wie bei uns: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ich liebe diese Jahreszeiten, aber in Orient gibt es diese Jahreszeiten nicht, sondern da gibt es nur zwei Jahreszeiten, und das ist Sommer
und Winter. Und der Frühregen, auf den die Bauer wartete, der war immer zu Beginn des Winters, Ende Oktober, Anfang November. Und dieser Frühregen hat den Boden der Erde weich gemacht, so dass, wenn der Samen rausgehauen wurde, dass der Boden diesen Samen aufgenommen hat. Aber wer den Orient kennt und der Frühregen vorbei ist, was beginnt dann? Es kommen Winde. Die Erde wird trocken. Ja, und deshalb empfiehlt man ja den Deutschen auch nicht in der Sommerzeit zum Orient zu gehen, sondern in der frühe Zeit, weil für uns das besser aushaltbar ist, weil es nicht ganz so heiß ist. Aber dann kommt die Zeit des Spätregens zwischen April und so von Mai. Wenn der Boden so richtig hart ist und der Bauer denkt, wenn jetzt nicht der Spätregen kommt, wie soll Frucht hervorkommen? Und was für ein Segen, wenn der Spätregen kommt und die Erde wieder weich macht und du siehst, wie die Pflanzen grün herauskommen, wie Frucht entsteht. Ja, das ist die Aufgabe des Spätregens. Der Frühregen soll die Erde lockern und dass es die Saat in den Ackerboden hineinfallen kann. Und der Spätregen ist dazu da und dafür da, dass Frucht entsteht. Liebe Geschwister, willst du Frucht hervorbringen? Gibt es jemand? Unbedingt. Was brauchst du für Frucht hervorbringen? Amen. Und wenn Spätregen. Und heute Morgen rufe ich mal aus, die Zeit des Spätregens. Ich glaube, dass der Heilige Geist heute Morgen absolut etwas in unserer Mitte tun möchte. Er ist gekommen. Er ist da. Und wir brauchen ihn nur noch empfangen oder freisetzen. So viele Menschen sorgen sich darum, wie ist denn das zu Pfingsten gewesen, als der Heilige Geist kam, 50, am Tag der Ernte, also der Heilige Geist, der Geist der Ernte, da waren es Jünger, 120 Jünger in Jerusalem, im Obersaal. Ich selber war schon mal dort, ich denke einige von euch auch, ich empfehle euch mal dahin zu gehen, dass du mal diesen Saal siehst, wo die 120 waren, wo sie darauf gewartet haben, die hatten von nichts eine Ahnung. Stellt euch einfach vor, da sitzen Jünger, die enttäuscht waren von Jesus. Er hing am Kreuz und dann ist er auch noch auferstanden und dann sagt Matthäus Evangelium, einige zweifelte an ihm. So, da saßen auch Zweifelnden. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen zweifelst an Jesus, dann ist es die Zeit, dass die Zweifel heute Morgen dein Herz verlassen. Und Jesus sagt, geht nicht hinweg, geht nicht von Jerusalem weg, also geht nicht heute Morgen aus diesem Raum, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Und dann sitzen sie da und beten und haben keine Ahnung, was passieren sollte. Heiliger Geist empfangen, was heißt das denn? Okay, gekreuzigt, auferstanden. Und dann kam die Zeit. Ja, und dann heißt es auf einmal plötzlich, sag mal plötzlich. Plötzlich fing es an zu beben in ihrem Obersaal. Es war ein Brausen und ein Sausen da. Und Feuerzungen kamen runter, ja, dieses Bild, ja, von Leidenschaft, von Hingabe an Jesus und erfüllte die Jüngerschar, die da waren, es waren eben 120 Leute, und sie wurden alle ganz traurig. Was steht da drin? Erstmal fingen sie in anderen Sprachen zu sprechen. Hallo. Brauchen wir das? Klar. 50. Heiliger Geist, Geist der Ernte. Wollen wir ihn beschneiden? Auf keinen Fall. Und dann steht etwas Interessantes drin, wenn du das, diesen Pfingsten-Teil weiterliest, dann heißt es auf einmal, da kamen dann die jüdische Nation zusammen und sagten, die haben es an der Klatsche. Die sind voll Weines. Schau mal, wie die Rulpen lallen. Schau mal, wie die sich bewegen. Ja? Und das heißt, deshalb ist der Heilige Geist auch Geist der Freude. Der ist nicht ein Geist der Trauer, sondern der Heilige Geist ist auch der Geist der Freude. Ja, und deshalb sagt Petrus, sauft euch nicht voll, sondern voll Geistes. Er sagt etwas, wenn du Freude haben willst und wenn du ein bisschen verrückt sein willst, lade den Heiligen Geist ein. Wir Deutschen, die ja alles so unter Kontrolle haben wollen und alles gesittet haben wollen und alles kontrolliert haben wollen, hier gibt es gerade mal eine kleine Veränderung. Ja, lade den Heiligen Geist ein. Freu dich. Ja, und das ist genau das, was Joel sagt. Söhne Zions, also Jerusalem, Israel, freu dich. Freiburg, freu dich. Auf den Spätregen und Frühregen. Und ich habe jetzt mal einen Text einfach gewählt hier, was mit Frucht zu tun hat.
Natürlich, ihr wisst, wir haben die Jüngerschaftsvision und wir wollen unsere Zeit und unser Leben in Menschen investieren. Ja, wir freuen uns über unser Gebäude, freuen uns, dass wir bald hoffentlich die neue Halle haben. Aber dahinter steckt eine Vision. Jüngerschaft. Sich in Menschen zu investieren, sich zu multiplizieren. Und Jesus wusste und kannte dieses Bild des Bauers. Ja, und er bringt in Markus 4, erzählt er etwas und er sagt, und das werde ich jetzt nur kurz erwähnen, dass es einen Sämann gibt, der losgeht und der fängt an zu säen. Und dann sagt der Jesus auf einmal, dann gibt es einen Boden, ja, die Sonne kommt, alles weg. Dann gibt es einen Samen, der geht kurz auf und Heil, Hi-Fi und Freude, weg. Dann fällt der Samen unter Sorgen und wird erdrückt von Sorgen, weg. Und dann sagt er auf einmal, es ist ganz interessant, er hat nicht gesagt, dass jeder Samen, der auf guten Boden fällt, aufgeht, sondern er sagt, und einiger Samen fällt auf guten Boden. Und dann auf einmal kommt 30, 60, 100-fach Frucht hervor. Und ich habe gedacht, ich lese es heute mal von Vers 14 ab, wo Jesus nämlich genau dieses Gleichnis des Sämanns erklärt. Und da kommt genau, Vers 14 fängt es an mit unserer Vision, die Jesus den Jüngern gegeben hat, bevor sie rausgegangen sind, hat uns gesagt, bevor ihr sozusagen das Wort verkündet, wartet, bis ihr den Geist, den Heiligen Geist der Ernte empfangen habt. Da heißt es dann, Vers 14, der Sämann sät das Wort. Okay, was sehen wir? Was sehen wir? Das Wort. Ja, kannst du ruhig sagen. Das Wort. Was willst du sonst im Reich Gottes sehen? Das Wort. Ja, und die Bibel sagt, das Wort kommt nicht leer zurück. Ja, wenn du das Wort der Heilung sähst, sagt die Bibel, es kommt nicht leer zurück. Wenn du das Wort der Rettung sähst, ja, die Botschaft, gute Botschaft, dann kommt es nicht leer zurück. Wenn du das Wort der Befreiung sähst von dem Wort Gottes, dann kommt Befreiung zurück. Es kommt nicht leer zurück, versteht ihr? So, wir sind Sämänner des, oder Frauen, beides, Brüder und Schwestern, des Wortes. Und Vers 15 sagt Jesus dann weiter. Also, der Sämann sät das Wort. Die an dem Weg aber sind die. Ja, jetzt der Samen, der auf den Weg fällt, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hinein gesät wurde. Hast du das schon mal erlebt, dass du jemandem das Wort weitergibst? So wie heute Morgen unsere super Täuflinge, sie geben ihr Zeugnis weiter und du hast den Eindruck, der hat gar nichts verstanden. Jesus sagt, da ist noch jemand anders hinter dran, der verhindern möchte, dass das Wort Wurzeln schlägt. Also geht er hin, wenn diese Menschen nicht aufhören, und er nimmt ihnen sofort die Power von mir aus des Wortes weg, ja, wie auch immer. Er kommt, um das Wort wegzunehmen, denn in sie, was du oder andere in diese Menschen hinein gesät haben. Das ist sein Ziel. Er kommt, um dieses Wort wegzunehmen. Ja, du haust da alles raus, du verbringst Zeiten mit Menschen und du investierst und du sähst das Wort. Bringt keine Frucht. Dann sagt Jesus weiter, und ebenso sind die, die auf den Steinigen gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Jetzt pass auf. Also es gibt so die Sanguiniker, oh, super begeistert, klasse, super, beste Botschaft, gehört. Dann sagt Jesus, und sie haben keine Wurzel in sich. Haben keine Wurzel. Und alles, was keine Wurzel hat, stirbt. Sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Ja, du hast in Menschen gesät, und sie sind da, heute da und morgen sind sie nicht mehr da. Das sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis, hallo, wenn Umständen kommen, wenn Schwierigkeiten kommen, anders wie sie es vorgestellt haben, oder vielleicht sogar Verfolgung, liebe Geschwister, nur nebenbei, in unserer heutigen Zeit, ist eines der größten Christenverfolgungen überhaupt, die jemals auf dieser Erde war, in anderen Ländern. Also davon sind wir, denke ich, noch entfernt. Aber Bedrängnis, das haben wir, oder? Schwierigkeiten, Niederlagen.
was auch immer, Menschen, wie sie über uns denken, wie sie über uns reden, wie sie jetzt auf einmal uns lächerlich machen, wie jetzt vorhin jemand gesagt hat, ja, jetzt haben sie gesagt, ich bin eine Sekte und was weiß ich, es kommt Bedrängnis, es kommt Druck und Verfolgung, um des Wortes willen entstehen. Also aufgrund dieser Botschaft ärgern sie sich sogleich. Erst haben sie es aufgenommen, erst waren sie richtig begeistert. Ich komme jeden Sonntag in den Gottesdienst, ich werde auch in eine Grube gehen, was weiß ich. Und dann gibt es auf einmal Umständen, Schwierigkeiten, Nöte. Oder Dinge laufen anders, wie sie es vorgestellt haben. Und sie sagen, tschüss, danke, habe ich mir so nicht vorgestellt. Weg. Und genau Jesus sagt das. Es kann sein, dass du in solche Menschen investiert hast. Und wieder scheint es wie eine Niederlage zu sein. Am Anfang hat es gar keine Wurzel getragen. Der Teufel hat es gleich weggenommen. Das zweite Mal. Ja, dann kommen die Umstände und die Probleme und die Schwierigkeiten und du siehst, sie sind nicht mehr da. Und du denkst, oh Gott, hab alles gegeben, hab so viel gemacht. Hat sie überhaupt noch einen Sinn? Hat sie überhaupt einen Wert? Bringt sie überhaupt was? Sollte ich nicht mein Leben für mich leben? Und nach mir die Sintflut, ich bin ja gerettet. Jesus geht noch weiter. Und andere sind die unter den Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. So, du investierst in Menschen und du haust den Samen des Wortes raus. Und es ist interessanterweise, dass Jesus sagt, wirf es raus, auch gerade dort, wo Sorgen sind, auch wo der Boden nicht einfach nur also ohne Gestrüpp ist, sondern wo auch Unwegsamkeit, haut es den Samen raus. Aber Jesus sagt was Interessantes, dass die Sorgen der Zeit, gibt es irgendjemand mal, der Sorgen hatte? Ja. Jesus sagt, Sorgen könnten ein Grund sein, warum du nicht mehr für Jesus läufst. Interessant, Jesus sagt das. Sorgen der Zeit. Was wird morgen sein? Werde ich noch jemand finden, der mich liebt? Werde ich das? Und es kommen Sorgen in dein Leben hinein. Und dann sagt er, und der Betrug des Reichtums. Also, man hat sich ja verändert, man sagt jetzt nicht, Reichtum macht glücklich, aber Reichtum befreit. Aber manche Menschen glauben, dass Reichtum auch das ist, was es wert ist, zu leben und sich danach auszustrecken. Ich habe nichts gegen Reichtum, aber die Bibel sagt eben, die Begierde des Reichtums, der Betrug des Reichtums, wenn ich da drauf reinfalle, dann habe ich ein Problem. Ja, oder die Begierden nach den übrigen Dingen kommen. Was sind das übrige Dinge? Also Dinge, die mit dem Reich Gottes überhaupt nichts zu tun haben. Ja, die Begierden, ja, mit welchen Menschen gebe ich mich ab? Sind es Menschen, die mich näher bringen zu Jesus, sind es Menschen, die mich wegbringen von Jesus. Dort, wo ich mich aufhalte, ja, was für ein Geist will da? Ja, bin ich jemand, der den Heiligen Geist reinbringe oder ist es blöder, weltlicher Geist, der versucht, mein Leben kaputt zu machen oder in Not zu bringen oder mich von Jesus wegzubringen? Jesus sagt, Dinge kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Und ich glaube, da würdest du sagen, da waren schon viele auch von uns. Dass Menschen mit dir gegangen sind, Menschen mit dir gelaufen sind und jetzt nicht nur von heute auf morgen, sondern auf einmal merkst du mit der Zeit, wie sie so langsam dich oder das, die Gemeinde oder das Reich Gottes, wie auch immer du willst, verlassen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Also ihr, die ja ganz hinten sitzt, müsst es jetzt nicht so unbedingt persönlich nehmen, könnt es selber prüfen, aber du merkst Menschen, die mal ganz vorne saßen, wie sie auf einmal immer weiter nach hinten gehen. Und was passiert, wenn ich immer ganz hinten sitze? Das wäre die optimale, danke Andreas. Sie sagen, ich, der Heilige Geist, okay. Na, irgendwann fallen sie hinten runter. Dann sind sie nicht mehr da, das ist ein Bild. Du hast investiert, du hast es da rausgehauen. Sie waren bei dir und haben in deiner Gruppe gesessen und haben mit dir gesprochen.
Sie haben mit ihr gebetet, sie haben mit ihr gelacht. Sie haben mit ihr die Bibel gelesen. Und dann sagt Jesus, dann kommen die Sorgen. Und du hast versucht, ihnen zu helfen, ihnen Tipps zu geben, sie da rauszuholen. Ja, ihr wisst, wie herausfordernd es ist, unsere Sorgen auf den Herrn zu werfen. Aber die Sorgen waren stärker als die Power, weil sie die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, weil sie die Gemeinschaft verlassen haben. Und du merkst, wie auf einmal es weniger wird, dass sie in den Gottesdienste kommen, dass sie in die Gruppen kommen oder wo auch immer ihren Dienst weitermachen. Sie fangen an, andere Schwerpunkte zu kriegen, sagen, naja, wenn ich nur einmal reich wäre, wenn ich einmal reich wäre, die Little Dumm, ja, kann dumm sein, kann gut sein. Und sie fangen an, ihre Fokusse zu verändern. Ja, da gibt es andere Begierden als das Reich Gottes. Und dann siehst du sie auf einmal nicht mehr. Und dann sagst du, wow, wie viel Zeit habe ich investiert? Was habe ich den Leuten alles gegeben? Ihnen mein Haus geöffnet, sie mir mein Auto mitgenommen, abgeholt und sie sind nicht mehr da. Kann frustrieren, oder? Und Jesus sagt weiter, und die, Vers 20, und die auf die gute Erde gesät sind, ja, da gibt es einen Samen, der tatsächlich auch auf guten Herzensboden fällt. Die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Wow! Der liebe Johannes, ein Jünger Jesu, schreibt in seinem Brief Folgendes. Er sagt einmal zu seinen Jüngerkollegen, zu seinen Kumpels, sagt, weißt du was, ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie einige von deinen, ich sage es mal mit meinen Worten, Menschen, in die du investiert hast, in der Wahrheit laufen. Das macht mich glücklich. Und dann verändert er seine Sprache und sagt aber eines zu seinen Freunden. Er hat gesagt, aber weißt du, was die allergrößte Freude ist? Wenn meine Jünger in der Wahrheit laufen. Er sagt, ich freue mich über dich, dass du Erfolg hast, aber liebe Geschwister, die größte Freude ist, sagt Johannes, wenn der Samen, den du ausgesät hast, die Botschaft, die du weitergegeben hast, in Menschenherzen reinfällt und du denkst, wow, krass, Amen, ja. Da freut man sich auf einmal, gell? Wenn aus den 10 kleinen Jüngerlein mehr werden. Und sie laufen auf einmal. Die brauchst du nicht morgens mehr anrufen, komm zum Gottesdienst, die kommen freiwillig. Denen brauchst du auch nicht sagen, wann die Kreise in den Häusern sind, die sind da. Denen brauchst du auch nicht sagen, dass sie einen Dienst machen, die suchen ihn. 30, 60, 100-fach Frucht. Und Johannes sagt, das ist die größte Freude eines geistlichen Vaters oder Mutter. Und das ist auch die größte Freude von Eltern, wenn ihre Kinder in der Wahrheit laufen. Amen. Das ist die größte Freude. Das ist die größte Freude. Samen ist auf guten Boden gefallen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr könnt das Wort nicht einfach jetzt raushauen. Ihr müsst warten, bis der Geist der Ernte in euer Leben hineingekommen ist. Denn er ist es, der Spätregen, der die Frucht hervorbringt. Amen. Leute, du säst und du säst und du siehst anscheinend nichts. Ja, aber irgendwie kommt der Tag, wo du denkst, oh krass, den habe ich mal vor 2 Jahren was gesagt. Der hat sich daran erinnert. Jetzt sitzt er ganz vorne in der ersten Reihe. Ging auf, warum auch immer. Vielleicht waren es die Sorge damals. Oder er hat andere Prioritäten gehabt in seinem Leben und hat das Wort erstickt. Aber dann gibt es Situationen im Leben auch derjenigen, wo die Sorgen und die Umstände den Samen erstickt, wo sie auf einmal doch den Samen oder die Dornen beiseite machen in ihr Leben und auf einmal kommt Frucht hervor. Der Heilige Geist ist der Spätregen. Der Heilige Geist ist es, der die Frucht hervorbringen will. Wir sind aufgerufen, das Wort der gute Botschaft unter die Menschen zu sehen. Und liebe Freunde, Pfingsten, 50, Erntetag, Erntedank. Jesus hat in keinem dieser Beispielen gesagt, hör auf zu sehen, oder? Er hat nie gesagt, hör auf zu sehen, das hat keinen Sinn.
So hat er gesagt, seh weiter. Du wirst den Boden finden, wo es Frucht hervorbringt. Amen. Du wirst es finden. Seh weiter. Okay, hast in einen reingesät, Teufel hat es genommen. Hast in jemanden reingesät, war riesenbegeistert und ich sage, boah, ich habe jemanden zu Jesus geführt. Morgen ist er nicht mehr da. Sonne, Boden ausgetrocknet, keine Wurzeln. Du hast gesät und jetzt ist er nicht nur spontan nicht mehr gekommen, sondern er ist mir die einige Zeit gegangen. Und dann kommen Sorgen in dem Leben, Bedrängnis, Umstände. Und sie verlieren den Fokus des Wortes. Sagen, es hat alles keinen Sinn, es ist mir alles so anstrengend, alles so blöde. Und auf einmal sind sie gar nicht mehr da. So, du kannst nochmal anrufen, du kannst sie nochmal bewerben, aber es gibt ja Momente, wo du sie auch loslassen musst. Aber in deinem Herzen ist ja die Frage, was passiert mit deinem Herzen? Bist du bereit, weiter zu säen? Und du siehst aus, und du siehst aus, und auf einmal gibt es tatsächlich einen Boden, wo die Saat drauffällt und dich riesig freust. So wie Johannes es sagt, die allergrößte Freude in meinem Leben, sagt er, ist, wenn der Samen, den ich in Menschen hineingesät habe, das heißt, er betont es so, in den Menschen, die jünger geworden sind und die Frucht in ihr Leben hervorgebracht haben. Amen. Liebe Geschwister, wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Es geht nicht ohne den Heiligen Geist. Und wenn Jesus schon zu seinen Jüngern sagt, wartet in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Also bitteschön, ich meine, sie haben Jesus noch gesehen, bevor er sozusagen in den Himmel abgeflogen ist. Wie auch immer, ja, sie haben ihn noch gesehen und das hätte sie auch ein Leben lang ermutigen können. Aber die Bibel weiß etwas ganz Interessantes, dass wir vergessliche Menschen sind. Was heute in unser Leben noch so powerful, so kraftvoll erscheint, kann morgen schon völlig schwach wirken. Verstehst du? Aber wer nie schwach wirkt in unser Leben, ist der Heilige Geist. Er ist immer derselbe. Gestern und in Ewigkeit. Und auch heute, wo Pfingsten ist, wo 50 gefeiert, wo Ernte, Dankfest sozusagen ist, er ist derselbe heute. Und wenn ihr dann die Geschichten lest, nur ganz kurz von Petrus. Vor Pfingsten, er wollte Jesus verraten. Nein, er wollte ihn nicht verraten, Entschuldigung, er hat ihn verraten. Aber er dachte, mit meinem menschlichen Verstand, ja, mit meinen menschlichen Regungen, ich werde ihm treu sein, ich werde für ihn ins Gefängnis gehen, ich werde sogar für ihn sterben. Und dann kamen die Bedrängnisse. Und dann kamen die Anfechtungen, sozusagen die Verfolgung. Und wie hat er in seiner Verfolgung reagiert? Den kenne ich gar nicht. Er sagt was Interessantes, was Brutales eigentlich. Er sagt, verflucht sei ich, wenn ich Jesus kennen würde. Eigentlich ein Todesurteil. Und Jesus schaut ihn nur an, Lukas 4. Und Petrus sieht die Augen seines Herrn. Jesus, Petrus. Und dann sagt es Lukas Evangelium, und er weinte in seinem Herzen. Er ging raus, setzte sich hinter eine Mauer und er weinte. Ich sage immer so, das ist die Geburtsstunde Petrus. Er sagt, was mache ich da eigentlich? Also was Jesus eigentlich sagt, ohne den Heiligen Geist wirst du keine Verfolgung überleben. Ohne den Heiligen Geist wirst du keine Bedrängnis überleben. Ohne den Heiligen Geist wirst du nicht die Begierden dieser Welt widerstehen können. Das ist genau das, was er sagt. Und als Pfingsten kam, war Petrus einer derjenigen, die in dieser Obersaal war. Hatte genauso wenig Ahnung wie alle anderen, was passieren wird. Aber dann kam er. Brausen. Die Leute haben es gehört. Die haben diese Feuerzungen gesehen. Und als Petrus dann aufgestanden ist, um seine erste Predigt zu halten, wie viele haben sich bekehrt? 3.000. Haben wir 3.000 Leute hier heute? Leider nicht. Okay. Als er seine zweite Predigt gehalten hat, wie viele Leute haben sich bekehrt? 5.000. Merkt ihr den Unterschied?
Eines Tages, als er jemand gesund gemacht hat, der von Geburt auf lahm war, hat man ihn vor dem Hohen Rat gestellt. Und es sind zwei Dinge geschehen. Und es ist interessant, wie Petrus darauf reagiert hat. Das Erste, was der Hohe Rat zu ihm gesagt hat, Petrus und Johannes, ihr werdet nie mehr in diesen Namen Jesus erwähnen. Solltet ihr das tun, wird es euch schlecht ergehen. Und was sagt Petrus? Wie könnten wir dir, Hoher Rat, mehr gehorchen als Gott, der gesagt hat, sei ein Seemann und hau das Wort Gottes raus. Wie könnten wir dir, menschlichen Rat, mehr gehorchen als unseren himmlischen Vater, der sagt, sei ein Seemann. Sag das mal mit diesen Worten. Und dann ist man hingegangen und hat sie ihn und auch Johannes geschlagen, ins Gesicht geschlagen. Es war eine Drohung, es war schon mal ein Warm-up für die Verfolgung. Und wie reagiert Petrus da? Denn vor Pfingsten noch verraten wollte. Er sagt, was wisst ihr, was er sagt? Wow, ich bin es wert, für meinen Herrn geschlagen zu werden. Das hat Petrus nicht aus sich rausgemacht. Es war der Heilige Geist, die Power, die Kraft der Ernte. Der Heilige Geist, der Frucht hervorbringt. Der Heilige Geist, von dem Jesus sagt, solltet ihr eines Tages vorm Gericht stehen, macht euch keine Sorgen. Warum nicht? Weil dieser Heilige Geist wird euch die Worte geben, die ihr wissen müsst, was ihr zu sagen habt. Man nennt es auch Worte der Weisheit, liebe Gesamtleitertreffen von Freitag. Er wird euch Worte der Weisheit geben. Zum Schluss, und dann beten wir. Es hat mich fasziniert, als ich ja Stephanus, die Geschichte vom Stephanus nochmal gelesen habe. Stephanus war ein einfacher Mann. Er war kein Ältester. Er war kein Reinhard Bonke. Nicht offiziell. Er war nicht jemand, der eine große Bühne hatte. Aber er war ein Mann, der voll Heiligen Geistes war, voller Weisheit war und ein krasses, gutes Zeugnis nach außen hatte. Und eines Tages kam er in die Diskussion wieder mit den, ich sage es mal, mit den Regierungen, mit den hohen Priestern und mit den damals Regierenden in Jerusalem. Und sie fingen an, mit Stephanus zu diskutieren. Und Stephanus war ein Mann voll Heiligen Geistes. Und dann heißt es auf einmal, sie konnten dem Stephanus nicht widerstehen, aufgrund seiner Weisheit, die er rausgehauen hat. Die wollten ihn anklagen. Die wollten ihn sagen, wie bescheuert und wie sektenhaft alles ist. Und Stephanus hat durch die Power und Weisheit des Heiligen Geistes einfach nur geantwortet. Und dann heißt es, sie konnten ihn nicht widerstehen. Haben sie ihn verfolgt? Ja. Haben sie ihn gesteinigt? Ja. Aber sein Zeugnis war so powerful. Er war so voller Heiligen Geist. Da gab es keine Menschenfurcht. Die Umstände waren nicht mehr sein Problem. Ich weiß nicht, ob er eine Familie hatte, aber man geht davon aus, weil in Jerusalem, Israel hat man früh geheiratet. Vielleicht hat er Kinder gehabt. Der Heilige Geist in ihm hat eine immense Frucht hervorgebracht. Es sah aus, als wäre es eine Niederlage, als sie Stephanus gesteinigt haben. Es sah aus, als wäre es eine Niederlage, als die Jünger sich zerstreut haben, weil es Verfolgung gab. Aber was ist in Wahrheit passiert? Das Wort ging um die Welt. Man sagt, dass von 12 Jüngern 11 den Märtyrertod starben.
Aber schau, was sie bewegt haben. Deshalb bist du da. Deshalb bin ich da. Deshalb lebt das Wort Gottes. Weil sie gesät haben, überall, wo sie waren. Ist es immer auf guten Boden gefallen? Nein. Haben sie guten Boden gefunden? Ja. Lass uns aufstehen.